Das Miniaturwunderland in Hamburgs Hafen City ist seit heute um eine Attraktion reicher. Neben Wahrzeichen wie der Elbphilharmonie, der Speicherstadt oder dem Michel ist hier heute auch der NDR mit seiner Tagesschau eingezogen. Nachdem hier schon seit einiger Zeit spezielle Wunderland-Nachrichten produziert werden, wurde heute ein täuschend echtes Modell des Hightech-Studios der Tagesschau präsentiert. Zur Eröffnung war auch Tagesschau-Sprecher Jan Hofer gekommen. Also, wir haben Dr. Kai Knifke hier von der Tagesschau und Jan Hofer. Es ist uns eine Riesenehre. Ich habe einen Wissensvorsprung vor Ihnen. Erstens, wie das Ding aussieht, die Tagesschau, und vor allem, wie das Video ist dazu, die 6 Minuten. Ich habe ihn schon gefragt, wie man denn solche Nachrichten einspricht, ohne zu lachen. Ich bin heute zum ersten Mal im Miniaturwunderland, obwohl ich schon so viele, viele Jahrzehnte in dieser Stadt lebe. Und ich bin ganz begeistert, muss ich sagen. Und ich finde natürlich auch ganz toll, dass jetzt eine weitere Hamburgensin dazukommt, nämlich unser Tagesschau-Studio in Hamburg-Lock steht. Und wie das hier umgesetzt wurde, das finde ich schon sehr beeindruckend. Wir haben das ja versucht, wirklich 1:1 umzusetzen. Also ich stehe da nicht als Puppe, sondern wir haben ein Video gedreht, wir haben eine eigene Sendung gedreht für das Miniatur Wunderland. Und wenn das nachher eröffnet wird, dann wird das, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte.